In den heutigen Fotonews mit Eric geht es unter anderem um folgende Themen. Wir schauen uns die nächsten Infos zu der EOS R1 und der EOS R7C an. Dann gibt es von der Firma Profoto einen neuen mobilen Studioblitz, und zwar den Profoto A2. Außerdem gibt es viele neue Objektive und ein neues Firmware-Update für die Nikon Z9. Hallo Fotofreunde, schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Mein Name ist Markus Florschütz, ich bin kreativer Porträtfotograf mit Ehre und mein Ziel ist es, euch dabei zu helfen, die Qualität eurer Fotos zu steigern. Es ist ja für uns alle nichts Neues, dass sowohl Canon als auch die anderen Kamerahersteller nach wie vor mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen haben. Canon versucht sich jetzt in erster Linie auf die Erweiterung der RF-Objektive zu konzentrieren, bevor sie die R1 rausbringen. Es ist nach wie vor so, dass viele Fotografen von der Spiegelreflexseite noch nicht auf die spiegellose Seite gewechselt haben. Einige Fotografen haben schon zu der EOS R3 gegriffen, aber diese Kamera scheint ein bisschen schwieriger Markt zu etablieren zu sein. Möglicherweise ist es für Canon aus finanzieller Sicht sinnvoller, sich zuerst auf die Nachfolger von der EOS RP und von der EOS R zu konzentrieren und auch neue RF-Objektive auf den Markt zu bringen. Canon hat vor, noch im Jahr 2022 eine neue Vlogging-Kamera auf den Markt zu bringen. Es gibt ja schon erste Infos, dass neue kleine APS-C-Kameras kommen sollen, zum Beispiel die EOS R100. Möglicherweise ist das diese neue Vlogging-Kamera. Auf alle Fälle soll sie klein und leicht sein, so wie zum Beispiel auch die EOS M6 Mark II. Es wäre auf alle Fälle ein logischer Schritt für Canon, auf der spiegellosen Seite auch ein paar neue kleine kompakte Einstiegskameras zu veröffentlichen. Möglicherweise sehen wir die Ankündigung von dieser neuen Kamera mit der Veröffentlichung von zum Beispiel dem 24mm Blende 1.8 Makroobjektiv. Canon hat vor, von der EOS R7 auch eine Cinema-Variante auf den Markt zu bringen, und zwar die EOS R7C. Wie bei der EOS R5C liegt auch hier ganz klar der Fokus im Videobereich, nur dass die Kamera halt vermutlich eher für Einsteiger geeignet ist. Die Kamera wird in 7K 60fps Cinema Raw Light aufnehmen können und dieselben Videocodecs wie die EOS R5C haben. Die Ankündigung soll aber erst später im Jahr 2023 erfolgen. Nikon hat jetzt das Nikkor Z400mm Blende 4.5 VR-S Objektiv angekündigt. Das Objektiv ist das leichteste seiner Klasse, wiegt insgesamt nur 1160 Gramm und hat eine Länge von 234,5 mm. Das Objektiv ist kompatibel mit dem Nikon Z1,4 und 2-fach Telekonverter. Verbaut sind 19 Linsen in 13 Gruppen, 9 Blendenlamellen und ihr könnt hier Blendenstufen von 4.5 bis 32 auswählen. Das Objektiv hat einen STM-Motor verbaut, ist staub- und spritzwasser geschützt und es gibt auch eine Autofocus Memory Recall Funktion. Das heißt, hier werden Fokusabstände gespeichert, die mit einem Knopfdruck wieder abgerufen werden können, damit noch schneller fokussiert werden kann. Das Objektiv kostet ungefähr 3200 Euro und soll schon ab Juli 2022 verfügbar sein. Genau wie Canon hat auch Nikon eine neue Vlogging-Kamera auf den Markt gebracht, und zwar die Nikon Z30. Das ist eine 20-Megapixel-Kamera, die sehr kompakt ist, wo der Schwerpunkt ganz klar auf Vlogging und Streaming liegt. Das ist ganz klar Nikons Antwort auf die ZV-E10 von Sony. Die Z30 kann in HD ungefähr 125 Minuten durchgehend aufnehmen und in 4K 30fps ungefähr 35 Minuten. Die Kamera hat ein eingebautes Stereo-Mikrofon, damit auch Personen ohne externes Mikrofon eine bessere Audioqualität haben können. Außerdem habt ihr hier 20 Bildprofile installiert, damit ihr auch bei der Aufnahme schon ein bisschen kreativer sein könnt. Der Body alleine kostet ungefähr 710 Euro und soll ab Mitte Juli 2022 verfügbar sein. Später im Jahr wird es dann auch Bundle mit diversen Kit-Objektiven geben. Nikon hat ein Firmware-Update auf die Version 2.1.0 für die Z9 veröffentlicht. Das ist jetzt das zweite Mal, dass Nikon den Autofokus von der Z9 verbessert, seit die Kamera am Markt ist. Während durch das vorige Update viele tolle Autofokus-Features und Video-Features hinzugekommen sind, ist dieses Update weniger umfangreich. Das ist eher nur für Wildlife-Fotografen interessant. Wie immer könnt ihr euch gerne die Firmware kostenlos auf meiner Homepage runterladen.
Godox hat den R200 Ringblitz für das AD200P Power Device angekündigt. Das ist ein 200 Wattsekunden starker Ringblitz, der leichter ist als die schwächere Alternative AR400. Bei diesem Blitz habt ihr eine richtige Blitzröhre verbaut und ihr habt einen Kelvinwert von ungefähr 5800 plus minus 200 Kelvin. Und ihr habt auch ein Einstelllicht mit einem Kelvinwert von 4500 plus minus 300 Kelvin. Der Blitz hat einen Durchmesser von 19 cm und bei einem Abstand von 50 cm erreicht der Blitz 1380 Lux. Der Blitz wiegt weniger als 680 Gramm, kostet ungefähr 275 Euro und kann ab jetzt vorbestellt werden. Über die Lieferung selbst gibt es aber leider noch keine Info. Godox hat einen neuen Retro-Aufsteckblitz für Canon, Sony, Nikon, Olympus und Fujifilm Kameras angekündigt. Und zwar den Lux Junior. Dieser Blitz ist sehr klein und flach und ihr habt hier ein manuelles Rad, um die Blitzleistung einzustellen, also kein digitales Display oder so. Der Blitz kann von voller Power bis zu einer 64stel Power runtergeregelt werden. Die Farbtemperatur beträgt ungefähr 6000 Kelvin plus minus 200. Betrieben wird der Blitz mit zwei 3A Batterien. Er kann genutzt werden bei Temperaturen von minus 10 bis 50 Grad Celsius, kostet ungefähr 70 Euro und soll ab Mitte August verfügbar sein. Profoto hat einen neuen mobilen Studioblitz angekündigt, der ungefähr so groß wie eine Bierdose ist. Der Blitz wird mit Akku betrieben und wiegt inklusive Stativhalterung und Akku nur 773 Gramm. Dieser Blitz hat eine Leistung von 100 Wattsekunden und Wiederaufladezeiten von 0,1 bis 1,6 Sekunden. Der Akku hält ungefähr 400 Auslösungen bei voller Power und ist in 2 Stunden wieder komplett aufgeladen. Die Farbtemperatur von dem Blitz beträgt ungefähr 5800 Kelvin plus minus 100. Vorne am Blitz habt ihr Magneten, damit ihr diverse leichte Lichtformen montieren könnt. Und wie üblich bei Profoto Blitzen könnt ihr auch diesen Blitz mit dem Profoto Handy App verbinden. Der Blitz kostet ungefähr 1000 Euro und ist ab jetzt verfügbar. Die Firma Kelvin hat ein neues RGB-LED-Dauerlicht angekündigt, und zwar den EPOS 300. Die Firma Kelvin sagt, dass der EPOS 300 ohne Kompromisse in Skandinavien per Handarbeit produziert wird. Das Licht kann sowohl über das Stromnetz als auch über zwei V-Mount-Akkus betrieben werden. Das Gehäuse besteht aus einem 6 mm starken Aluminium, damit Hitze besser abgeführt werden kann, und vorne am Licht habt ihr einen Bowens-Anschluss verbaut. Bei der Benutzung mit Weißlicht können hier Kelvin-Werte von 2800 bis 20.000 Kelvin eingestellt werden, plus minus 100. Jedes Licht kommt mit einer 3-Jahres-Garantie und einem wasserdichten Rollkoffer. Der Preis beträgt ungefähr 2450 Euro. Die Lichter können ab jetzt vorbestellt werden und die Auslieferung soll im September 2022 starten. Die Firma Nenlite hat auch ein neues Bicolor LED-Licht vorgestellt, und zwar das Forza 150B. Das ist ein weißes LED-Licht, mit dem Farbtemperaturen von 2700 bis 6500 Kelvin eingestellt werden können. In diesem Licht sind auch 12 Effekte inkludiert. Das heißt, ihr habt hier den Paparazzi-Effekt, ein Blitzgewitter, und all diese Effekte können auch in der Intensität, in der Temperatur und in der Geschwindigkeit verändert werden. Das Licht kann entweder über das Stromnetz oder über Akkus betrieben werden, und durch den mitgelieferten Adapter können Lichtformer von Bowens oder FM angeschlossen werden. Das Licht kostet ungefähr 535 Euro, aber über die Lieferzeit gibt es leider noch keine Info. So wie es ausschaut, wird Sigma zwei neue Festbrennweiten für den Sony E-Anschluss ankündigen. Einmal das 20 mm Blende 1.4 DG DN Art Objektiv und einmal das 24 mm Blende 1.4 DG DN Art Objektiv. Aktuell gibt es leider noch keine genaueren Infos zu Preis und Verfügbarkeit. Von der Firma Venus Optics gibt es auch wieder ein neues Objektiv, und zwar das 12 bis 24 mm Blende 5.6. für den Canon RF, Sony E, Nikon Z und Leica M-Anschluss. Das Objektiv wiegt ungefähr 500 Gramm, ist 7 cm breit und je nach Anschluss zwischen 8 und 10 cm lang.
Ihr habt einen Blickwinkel von 84 bis 122 Grad. Das Objektiv hat 15 Linsen in 11 Gruppen verbaut und wie die meisten Low-Over-Objektive ist auch dieses Objektiv voll manuell. Das heißt, es gibt keinen Autofokus, es wird manuell fokussiert und die Blende auch manuell eingestellt. Ihr könnt hier Blendenwerte von 5.6 bis 22 auswählen und wenn ihr zum Beispiel die Sonne abgeblendet fotografiert, bekommt ihr durch die 5 Blendenlamellen 10 Sonnenstrahlen. Der Filterdurchmesser mit dem inkludierten Filteradapter beträgt 77 mm. Leider gibt uns die Firma Venus Optics keine Angaben über den Filterdurchmesser ohne den mitgelieferten Filteradapter. Das Objektiv kann ab jetzt bestellt werden und kostet ungefähr 695 Euro, außer für den Leica M-Anschluss, das ist ein bisschen teurer. Die Firma Meike hat eine sehr lichtstarke 50 mm Festbrennweite für den Canon EF, Canon M, Sony E, Nikon Z, Fuji X und MFT-Anschluss angekündigt. Und zwar das 50 mm Blende 0.95. Dieses Objektiv hat 7 Linsen in 5 Gruppen und eine minimale Fokusdistanz von 45 cm. Der Filterdurchmesser beträgt 62 mm und ihr könnt hier Blendenwerte von 0.95 bis 16 auswählen. Das Objektiv hat 13 Blendenlamellen und wiegt ungefähr 420 Gramm. Der Preis von diesem Objektiv beträgt ungefähr 250 Euro und über die Verfügbarkeit gibt es leider noch keine Info. Wenn ihr kurz davor steht, euch ein RGB-LED-Licht zu besorgen, schaut euch auf alle Fälle mein Video in der Endcard an. Da stelle ich euch das Neuer 660 RGB LED ganz genau vor. Ich sage danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Bis neulich!